Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazing Beaks. Es kam jetzt ein neues Update raus, das erste meiner Meinung nach, wo wirklich neue Sachen dazugekommen sind und nicht nur Bugs behoben worden sind. Wir sind in der Version 1.1.08 und es wurden neue Artefakte, neue Charaktere, alles mögliche neu vorgestellt und unter anderem auch die deutsche Sprache wurde nochmal drüber gelesen und eventuell ist das jetzt besser. Deswegen probieren wir einfach mal aus auf Deutsch, wenn die Übersetzung immer noch so scheiße ist wie damals, dann werde ich es wieder zurückstellen. Aber wir können es ja erstmal ausprobieren. Gesetzt, das klingt auch schon wieder scheiße. Was heißt denn gesetzt? Ich spiele einen gesetzten Lauf mit dem von dir ausgewählten Start. Ach, ein Seed. Ja, alles klar, gesetzt also. Und es gibt hier einen Challenge-Mode. Der heißt jetzt hier Aufgaben. Oh Gott, ich glaube, die deutsche Version ist immer noch scheiße, obwohl da schon jemand drüber gelesen hat. Aber mit diesem Challenge-Mode, da gibt es halt verschiedene Challenges, wie man das auch bei Isaac vielleicht kennt. Hier bei Überleben, da gibt es zum Beispiel keine geheimen Level und es werden keine Artefakte, keine Fähigkeiten mehr liegen gelassen und es gibt keine Waffen mehr im Laden. Das heißt, man muss mit der Waffe spielen, die man von Anfang an hat. Das heißt, damit ist meine Idee mit den Challenges in Blazing Beaks quasi auch zunichte gemacht worden, weil es diese Challenges jetzt quasi schon im Spiel gibt. Gucken wir uns auf jeden Fall auch irgendwann mal an, aber heute machen wir die tägliche Challenge mit dem Pinguin wieder, weil der Pinguin ist witzig. Ich mag die. Nein, Moment! Nein, brech nochmal ab hier. Aber wir machen auf jeden Fall die Daily Challenge, denn es gibt gerade einen Contest, der läuft vom 5. bis zum 8. Dezember und da muss man einfach nur auf dem Discord von Blazing Beaks schreiben, dass man die Daily Challenge gemacht hat mit einem Screenshot von der Daily Challenge und dann kann man ein tolles T-Shirt gewinnen. Und da möchte ich gerne mitmachen, deswegen werde ich jetzt jeden Tag eine Daily Challenge machen. Und es gibt noch zwei neue Charaktere, die ich anscheinend noch nicht freigeschalten habe. Okay, also steht hier irgendwie, wie man sie freischaltet? Anscheinend nicht. Ach doch, da. Besiege Boss Macho, wer auch immer Macho ist. Kaufe mindestens 5 Waffen vor dem Loop. Okay, also wir haben hier... Starte einen Loop. Oh, es gibt nur 2 neue Charaktere, aber ich habe nicht mal den einen freigeschalten, den es anscheinend schon vorher gab. Gut zu wissen, dass man hier noch neue Charaktere freischalten kann. Gut, also dann spielen wir doch den Pinguin, weil der Pinguin ist witzig. Jetzt habe ich sehr viel vorher gelabert. Es tut mir sehr leid. Vielleicht schneide ich das noch ein bisschen zusammen, dass das ein bisschen kompakter ist. Naja, Blazing Beaks auf jeden Fall. Es ist wieder viel zu laut. Ja, ganz normaler Daily One. Ich möchte natürlich trotzdem recht weit kommen. Zwar stand jetzt in der Aufgabe bei dem Contest von den Leutchens da auf dem Discord, dass man den Daily One nur machen muss. Also ist egal, was für eine Zeit man da hat oder wie viele Punkte man hat oder wie weit man gekommen ist, bla bla bla. Hauptsache, man macht bei diesem Contest mit und schickt da halt einen Screenshot ein und dann hat man auf jeden Fall die Chance auf ein T-Shirt und so ein geiles Blazing Beaks T-Shirt. Da sage ich doch nicht nein, Leute. So, ja, also ganz normaler Mann. Verringert Nachladegeschwindigkeit und Schussrate um 40%. Deaktiviert deine aktive Fähigkeit, das ist vollkommen in Ordnung. Und es gibt keine verschlossenen Türen oder Geheimtüren. Gültig ab nächsten Level ist auch alles in Ordnung. Aber dass meine Nachladegeschwindigkeit verringert wird, ist ja schon mal falsch. Denn eigentlich müsste das bedeuten, meine Nachladegeschwindigkeit erhöht. Nee, doch, die wird verringert. Ja, doch, ist vielleicht doch richtig. Vielleicht ist mein Gehirn einfach nur dumm. Ja, ich glaube, mein Gehirn ist dumm. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Das heißt, ich schieße jetzt einfach langsamer als vorher. So, mehr wollten die doch einfach gar nicht sagen. Oh Gott, also vielleicht ist die deutsche Übersetzung doch nicht so ganz kacke, aber mal gucken. So, Gegnerverursachung doppelten Schaden. Ja, whatever, dann kann ich halt sterben. Finde ich vollkommen in Ordnung. Mit einem Hit kann ich jetzt sterben, wenn mich irgend so eine Kröte da trifft oder so. Ich bin gerade ein bisschen müde, weil ich gerade erst von der Schule nach Hause gekommen bin. Wir sind jetzt ja in der Schule, dann muss ich noch einkaufen bei 3 verschiedenen Läden. Was richtig an... Oh. Ist nicht mein Ernst. Scheiße. Ah, so schlecht war ich ja noch nie. Ich bin sogar schlechter als Jay Clarkson. Nein. Ich bin mir sicher, der ist genau in diesem Raum auch gestorben. Aber schön, wie der Contest einfach bewirkt, dass das, oder das Update allgemein, dass mehr die Daily Challenge machen. Das ist doch nicht mein Ernst. Gut, ich werde einen Screenshot machen und das einmal den Leuten da schicken. Wie kann man nur so schlecht sein? Okay, das vergessen wir einfach ganz schnell, was da gerade passiert ist und nehmen nochmal einen normalen Modus mit. Wir werden einfach mal die Blaudrossel nehmen, die hat nur 3 von 4 Leben, hat die Pistole von Anfang an und wenn man nur noch ein LP hat und dann Schaden erleidet, dann sinkt die maximale LP. Okay, also das heißt, man lebt auch länger und wenn man zum Boss geht, werden jeweils 5 Münzen in ein LP umgewandelt. Das klingt sehr gut. Wir nehmen die blauen Pitschen hier oder was das sein soll. Ja, den halt. Und gucken, ob wir irgendwas Tolles Neues finden. Was hat der? Oh, der hat eine kleine komische Waffe. Ist in Ordnung.
Gut, also ich glaube, so schlecht wie in dem Daily One war ich tatsächlich noch nie, aber passt schon. Das nervt mich richtig, dass ich schlechter als der Jay war. Das kann doch nicht sein. Aber ich bin halt auch mega müde, Leute. Es ist halt schon mega spät und ich habe... Oh Gott, da ist schon wieder so ein Ei. Meine Fresse, ich komme nicht mehr mit diesen Eiern klar. Aber ich bin sehr gespannt, wie der neue Newt sein wird, denn den haben sie auch verändert. Ich bin gespannt, ob sie ihn einfach... Also sie haben geschrieben, sie haben ihn einfacher gemacht, was auch immer man bei ihm einfacher machen kann, beziehungsweise seine Zunge soll verändert worden sein. Ich hoffe, sie haben ihn jetzt nicht so krass zu einfach gemacht, dass man gar nichts mehr bei dem machen muss. Irgendwas mit der Zunge und dem Flug. Ich habe die Befürchtung, dass er jetzt immer gegen den Flug einfach gegenspuckt und man da gar nicht mehr so lange stehen muss. Das fände ich sehr, sehr schade. Aber wir schauen einfach mal. Und ich wünsche mir eine Razorblade-Waffe. Die hatte ich nämlich neulich, als ich nochmal privat gezockt habe. Du kannst keine Münzen aufsammeln. Nein, ich will noch die Razorblade-Waffe kaufen. Da hatte ich so eine Razorblade-Waffe. Und die war ganz cool, weil, ja, die war so ein bisschen schrotflintenmäßig und diese Razorblades sind immer weggebounced von der Wand. Und das fand ich sehr nett, vor allem in den späteren Leveln, wo es so dunkel wurde und sowas, dann musste man gar nicht die Gegner richtig angucken oder wissen, wo sie sind, sondern einfach irgendwo hingeschossen und die Projektile haben dann schon irgendwas getroffen, Leute. Das fand ich ganz nice. Ich hoffe, das kriegen wir diesmal wieder hin. Ja, ansonsten habe ich schon erzählt, was es hier alles Neues gibt. Es gibt halt 17 neue Artefakte, ich hoffe, davon finden wir auch noch ein paar. 6 neue Items, also die Items sind ja immer die Sachen mit den positiven Effekten und die Artefakte immer die mit den negativen Effekten. Apropos Artefakte, wieso kriegen wir ja keine Artefakte, Leute? Was ist da los? Man weiß es nicht. Ja, und es gibt halt 6 neue Items bei der Krähe. Und 2 neue Gegner soll es auch noch geben. Es stand jetzt nicht in den Patch Notes drin, wo genau die sein sollen. Okay, Shop lohnt sich halt gar nicht, außer vielleicht für eine neue Waffe, aber... Ich glaube, diese Razorblade-Waffe hat über 10 gekostet, wenn nicht sogar 14 oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube aber, die war relativ teuer. Heißt, ich werde auch erst reingehen, wenn ich irgendwie Artefakte habe oder halt genug Geld. Und dann haben wir jetzt nämlich einen einfachen Newt so. Und dann lass... Au! Dann lass ein Herzen explodieren, wenn sie verschwindet. Ist in Ordnung. Jetzt habe ich ein Leben verloren, du Blödkopf. So, Newt Level 1. Was? Okay, und der heißt einfach Kröte im Deutschen. Oh, da war ein Herz. Wo kommt... Ach, wir haben uns Leben auf... Nein, ich habe jetzt... Hä? Okay, ich stand unten und der hat gegen den Flug gedingelt. Da hatte ich also Angst vor, dass das wirklich so passiert. Heißt, man muss tatsächlich gar nicht mehr hier vorstehen, ja? Wollen wir es nochmal ausprobieren? Ich stelle mich hier oben hin. Oh, okay, er kann mich doch hier oben treffen. Eben stand ich aber unten und er hat trotzdem gegen den Flug gedüdelt. Okay, sehr merkwürdig. Jetzt, ja, jetzt wird er dagegen knallen. Und ich habe gerade leider 5 Münzen eingelöst, damit ich ein Herz bekomme. Das ist aber eine coole Fähigkeit von dem blauen Vogel hier. Habe ich den? Doch, ich habe den einmal gespielt. Ich erinnere mich an das Bild von Blue, von Rio, dass ich da auf das Thumbnail gepackt habe. Ich erinnere mich. Ja, hä, aber das ist ja richtig kacke. Jetzt ist der viel zu einfach. Guck mal, ich zeig's euch nochmal. Ich kann jetzt schon weggehen und der wird trotzdem gegen den Flug einfach tödeln. Das ist ja super dumm. Okay, das finde ich sehr lame, muss ich sagen. Verringert Nachladegeschwindigkeit und Schussrate. Das ist aber... Das ist sehr eklig. Das da sieht aus wie ein neues Item. Transdimensionale Pizza. Minus 1 Max-AP steht, alle IP wieder her. Und... Plus 20% Waffenschaden. Okay, also ein Max-LP weniger, dafür aber mehr Waffenschaden. Ja, komm. Finde ich in Ordnung. Diese Fähigkeit wird auch besser sein. Schussrate weniger. Wir haben jetzt schon so wenig Schussrate. Nehme ich lieber nicht mit. Passt schon. So, Leute, wir sind weitergekommen als in der Daily Challenge. Ich habe aber auch schon gesehen, der Jay hat ja auch sein Daily Challenge Screenshot da reingepostet bei Discord. Und der ist, glaube ich, sogar in die zweite Ebene gekommen. Jay, wie hast du es geschafft, in die zweite Ebene zu kommen mit nur 850 Punkten? Hä? Wie ist das möglich? Vielleicht hatte ich so viele Punkte, weil ich einfach nicht getroffen wurde. Und ich habe nämlich die Befürchtung, dass man jedes Mal, wenn man getroffen wird, Punkte verliert. Aber weiß ich halt leider noch nicht. Von daher, keine Ahnung. Ich müsste mal irgendwo... Was ist jetzt dieses rote Ding hier gestorben? Gar keine Ahnung. Ich bräuchte mal ein paar Leben, danke. Aber wir sind ja eigentlich relativ safe, weil selbst wenn wir 0 Leben haben, verlieren wir ja erstmal nur unsere Max-LP. Okay, ich glaube, der blaue Vogel könnte sogar zu meinem Main dann werden. Da. Mal gucken. Ja, was gab es sonst noch Neues? Ja, 2 Gegner. Ich hoffe, die sehen wir auch noch irgendwie. Stand halt, wie gesagt, nicht drin, in welcher Ebene die sind. Danke für das Herzchen. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Es soll ein leichter Gegner sein. Und ein sehr schwerer Gegner. Verringert dein Lauftempo um 30%. Nee, danke. Das ist alles zu heftig. Aua, das tut weh. Das tut weh und das ist zu heftig. Aber ich nehme es trotzdem mit. Ja, ich bin ganz langsam. Ich liebe langsam sein.
Ach ja. Aber bisher zumindest die deutsche Übersetzung ist in Ordnung. Ich würde gerne mal ausprobieren. Warte mal. Ob man die Dinger... Nein, okay. Man kann wirklich nur Gegner wegstoßen mit der Fähigkeit, die ich gerade habe. Hätte ja sein können, dass es irgendwie so ein bisschen wie bei Isaac ist. Da gibt es ja auch so eine komische Fähigkeit, mit der man... Ich glaube, Telepathie oder sowas, mit dem man dann die Schüsse wegschleudern kann. Das fände ich noch ganz geil. Das ist, glaube ich, nur Zunge hier, oder? Ne, Monsterherz. Jedes Mal, wenn du ein Herz aufsammelst, verlierst du 3 Münzen. Nein, danke. Ja doch, das Monsterherz ist schon okay. Du kannst keine Fähigkeiten aufsammeln. Das ist sowieso vollkommen in Ordnung. Kommt sowieso gleich der Shop, Leute. Und jetzt haben wir schon ein Artefaktstufenlevel von 3 und hier gibt es einfach 3 dieser ekligen Mörserviecher. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Ja, also die haben in den Patch-Notes auch gesagt, es gibt jetzt mehr Synergien mit den Artefakten her. Also mehr blöde Synergien eher als gute Synergien. Ich hätte mir vielleicht noch mehr gewünscht, dass es wirkliche Synergien gibt. Irgendwie das... 2 Waffen. Das wäre doch das Einfachste, Leute. Einfach dem Spieler 2 Waffen an die Hand geben, die er wechseln kann. Und die Waffen synergieren dann noch miteinander. So ein bisschen wie bei Enter the Dungeon. Die haben das doch ganz geil gemacht. Da synergieren die Waffen dann miteinander. Oder halt irgendwelche passiven Fähigkeiten mit den Waffen. Ja, das auch einfach Items machen. Einfach Items machen, die mit speziellen Waffen synergieren. Dass man dann noch nachdenken muss, welche Waffe nehme ich denn jetzt mit? Welches Item habe ich denn? Welche Waffe wird sich lohnen für mich? Sowas fände ich halt ganz geil. Wenn Gegner nicht durch Schuss stirbt, -3 Münzen oder -1 Schlüssel, wenn du keine Münzen hast, ist in Ordnung. Ich nehme alles mit, Leute. Ja. Aber lass mich einfach mal wissen, wie findet ihr denn das Update bisher? Ich hätte mir mehr erhofft. Ich finde aber gut, dass die Entwickler zumindest, nachdem das ja jetzt im Mai irgendwann rausgekommen ist, endlich mal ihr Spiel geupdatet haben mit neuem Content. Das heißt, das Spiel ist zumindest nicht tot, also wir haben es nicht released und sagen sich jetzt, jo, wer das jetzt kauft, der ist halt toll, weil er spielen kann und das Spiel ist uns aber eigentlich egal. Es ist fertig und wir wollen nie wieder was damit zu tun haben. Sondern sie kümmern sich noch drum, fände ich ganz gut. Von daher, ein Lob geht raus. Oh Mann, ey, das kostet jetzt jedes Mal Münzen hier. An die Entwickler. Ich will ehrlich gesagt noch nicht zu... Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie der zweite Dude denn heißt. Und holy shit, gibt's hier viele Gegner überall. Warum denn auch so viele von den Mörser-Typen? Das finde ich ja richtig behindert. Das ist sowieso schon mein Hassgegner und dann sind hier einfach 4 Stück davon. Oh my goodness. Ein Glück haben wir volle Leben. Vor allem jedes Leben, das uns abgezogen wird, kostet uns halt auch immer Münzen. Das heißt, mit dem blauen Vogel ist man wahrscheinlich sehr, sehr arm. Nach einer Weile, wenn man oft getroffen wird. Ach so, Stepper bitte, kann mal bitte in den Shop kommen, das fände ich nochmal super geil. Ja, und wir werden uns gleich nochmal kurz die Challenges anschauen, welche es da alle gibt. Ich hatte mir ja überlegt, irgendwie eine Challenge, dass man alle Artefakte mitnehmen soll. Haben sie garantiert auch mit reingebracht bei ihren eigenen Challenges jetzt hier. Dass man alle Artefakte mitnehmen muss. Und dann erst nach dem Boss irgendwie abgeben muss. Das heißt, man muss mit den blöden Artefakten dann den Boss besiegen. Bin ich mal gespannt, was die sich hier für Challenges ausgedacht haben. 5 an der Zahl gibt es ja. Schauen wir mal. Und da haben wir endlich unseren Shop. Das hat aber auch lang genug gedauert. Ein Artefakt hättest du mir ruhig noch geben können, aber... Das war meine Lieblingswaffe, Leute! Das hier! Klingkanone. Oh, die werde ich auf jeden Fall kaufen. Gib mir mal bitte 4 Münzen. Das wäre richtig toll. Münzen? Okay, Nachladegeschwindigkeit und Schussratechance, dass eine verschlossene Tür geöffnet wird. Okay. Wenn du noch 1 LP übrig hast, verursacht deine Waffe doppelten Schaden. Mega gut. Gegner sehen dich 5 Sekunden lang nicht. Okay. Das war's schon. Okay, das waren jetzt aber nicht so geile Sachen. Und guck mal kurz dich hin. Du komischer Adler. Okay, er hat weggeguckt. Hast du nicht gemerkt? Hast du nicht gemerkt? Ist halt meine Lieblingswaffe. Hier, Leute, guckt euch das an. Da kommt einfach so ein Razorblade raus und der trifft einfach alles. Man muss überhaupt nichts machen. Die ist so geil. Vor allem in den späteren. Aua. Vor allem in den späteren Leveln, wo man einfach, okay, jetzt brauche ich auch keine Münzen mehr, wo man einfach nichts sieht, man muss einfach die ganze Zeit schießen und dann trifft er schon irgendwo. Verringert jedes Mal deine Bewegung, wenn du den nächsten Level betrittst. Ach du Scheiße, nee, danke. Chance, eine Münze oder Schlüssel zu verlieren, okay. Aber die deutsche Übersetzung scheint auf jeden Fall auch besser geworden zu sein. Gut, dass sie da nochmal drüber gelesen haben, sehr epiger Raum hier, aber mit meiner OP-Waffe gar kein Problem. Wirkt jetzt vielleicht ein bisschen laut auf euren Ohren. Aber kann ich leider nicht ändern, Leute. Guck mal, da haben wir schon wieder das Herz. Jedes Mal, wenn du ein Herz auf sein verlierst, so 3 Münzen. Das kennen wir ja schon. Wir brauchen unsere Münzen sowieso nicht mehr. Von daher, ah, nun give a shit. Und find das vollkommen in Ordnung. So, was war sonst so bei mir los? Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich spiele ja Volleyball. Ja, das habe ich erzählt. Und
Da war ich bisher immer nur bei der Hobby-Klasse. Also erst hatte ich da einen Geheimraum. Ich sehe den. Bei der Hobby-Mixed-Klasse, wo dann halt auch alte Leute sind und die nicht wirklich auf Training setzen, sondern eher aufs Spielen und Spaß haben. Aber ich will ja auch irgendwie... Oh, mega gutes Item, danke. Ich will ja auch irgendwie an richtigen Spielen teilnehmen und so, an Spieltagen und Liga und was weiß ich. Ja. Und jetzt durfte ich tatsächlich dreimal bei den ersten Herren mitspielen, also die auch wirklich immer Spieltage haben und sowas, halt was ich mir wünsche. Und da durfte ich jetzt erstmal nur für dreimal mitmachen. Gestern hatte ich jetzt das dritte Mal. Und tatsächlich habe ich mich anscheinend bewiesen und darf da jetzt mittrainieren. Also bei den Spieltagen natürlich noch nicht mitmachen, da bin ich noch zu schlecht für. Aber ich darf zumindest mittrainieren. Und das finde ich sehr, sehr toll. Und eventuell, ich hab meinen Trainer mal gefragt, in welche Gruppe ich sonst noch reinpassen würde. Und anscheinend würde ich nur noch mit in die Mittwochsgruppe reinpassen. Also da würde ich Mittwochs und Donnerstag immer trainieren. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, aber vielleicht kommt das. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst, Leute, falls jetzt Mittwochs und Donnerstags weniger Videos kommen. Ja, ja. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drüber. Und es war ja Nikolaus, Leute, ne? Es war Nikolaus, es war Nikolaus. Also erstmal schön Nikolaus, Leute. Und habt ihr da was bekommen? Also Nikolaus ist ja eigentlich so, man kriegt Süßigkeiten. Ich bin schon recht alt, aber ich krieg tatsächlich auch noch Sachen zu Nikolaus. Oh, er hat mich getroffen, der Blödmann. Das gibt's ja gar nicht. So, Duplikator, verdoppelt die Anzahl deiner Münzen. Okay, danke. Waffenschaden, nö, nehme ich alles nicht mit, ich gehe den gelben Weg. Und dieses Jahr habe ich aber, ich habe auch eine Süßigkeit bekommen, so ein Schokoschneemann habe ich bekommen. Ihr könnt mir übrigens mal sagen, was ihr bekommen habt. So ein Schokoschneemann von KitKat. Werbung, Hashtag Werbung, KitKat, Hashtag KitKat, Schokolade, richtig geil, lecker, nom nom nom. und einen Mini-Kühlschrank tatsächlich. Und da passen ganze 4 Energy Drinks rein. Weil ich trinke ja irgendwie jeden Tag immer Energy Drinks. Weil ich mag Energy Drinks, sind lecker, keine Ahnung. Und meistens trinke ich die nach der Schule. Und da ich ein fauler Bastard bin, ist das sehr cool. Jetzt habe ich so einen Mini-Kühlschrank in meinem Zimmer und kann da die Energy Drinks reinpacken. Und jetzt muss ich nicht mehr zum Kühlschrank gehen, um mir meine Getränke zu holen. Ist das nicht super geil, Leute? Ich finde das mega krass. Und dazu dann passenderweise auch noch ein Energy Drink. Also allerdings einen sehr ekligen, den ich niemals trinken werde. Oh nein, der Shop ist weg. Wie konnte ich das nur wagen? Wenn du eine Waffe im Laden kaufst, wird ihr Platz wieder aufgefüllt. Das bringt mir absolut gar nichts, weil der Shop gar nicht mehr da ist. Na gut, egal. So, was war sonst noch los, Leute? Hier der Rewind. YouTube Rewind war am Stissel. Habt ihr ihn schon geguckt? Der Rewind 2019? Ich schon, und ich muss sagen, ich fand ihn richtig langweilig und richtig blöd. Ich weiß noch nicht, warum der Rewind von letzten Jahr so abgehatet worden ist. Den fand ich gar nicht so schlecht. Ich habe auch heute nochmal reingeguckt, nachdem ich den von 2019 jetzt angeguckt hatte. Und muss sagen, mega doof, ist auf jeden Fall auch ein neues Artefakt hier, dass die verschwinden nach 5 Sekunden. Muss sagen, 2018 fand ich sehr viel besser. 50% Chance, dass deine Waffe Ladehemmung hat. Ist in Ordnung. Und den 2018er Rewind habe ich tatsächlich auch ein Like gegeben. Also, Good Guy Dizzy 2018 auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, warum da so viele Dislike gegeben haben letztes Jahr. Also dieses Jahr finde ich das mega behindert. Wer das noch nicht gesehen hat, da haben die einfach nur so Top 10 Videos gemacht. Also die haben gesagt, oh ja, da wir letztes Jahr das nicht so toll gemacht haben und euch das nicht gefallen hat, gucken wir uns dieses Jahr einfach an, was ihr so gemacht habt, also was die YouTuber so gemacht haben. Dann haben sie so in jeder Kategorie einfach einen Top 10 gemacht quasi, also Gaming Top 10, die beliebtesten Spiele, war dann Minecraft wieder auf Platz 1, Spoiler, Spoiler. Und Beauty und bla 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 und haben da dann die beliebtesten Videos gezeigt. Bisher sind immer nur so kleine Ausschnitte davon, das war wirklich mega lame. Nicht mal irgendwas dazu gesagt, sondern einfach nur so ein paar Analytics dazu gezeigt. Weiß ich nicht, fand ich mega kacke, aber hat jetzt glaube ich schon mehr Likes als das von 2018. Ja, also, keine Ahnung. Mit YouTube geht's bergab. Die Sache ist ja auch, die Macher von Google, und Google gehört ja nun mal YouTube, dieser Page-Typi da, ich weiß gar nicht, wie genau die heißen. Nein, ich habe nur noch ein Leben, ich glaube, der One ist gleich vorbei. Die sind jetzt auch zurückgetreten, heißt, die sind nicht mehr CEO, beziehungsweise die gehören gar nicht mehr zu Alphabet oder Google.
Und daher kann sich da bei Google bestimmt auch irgendwas ändern, weil die, glaube ich, keinen Bock mehr hatten auf diesen ganzen Rechtsscheiß mit Artikel 13 und bla bla bla. Und in Amerika gibt es ja, glaube ich, auch irgend sowas Ähnliches gerade. Wegen Datenschutz. So, senkt Schussrate, Lauftempo oder Waffenschaden, wenn du den nächsten Level betrittst. Das ist ja mega dumm. Nein, danke. Und wir haben noch ein Leben. Das Gute ist, wir haben ein Item, das uns stärker macht. War das in diesem Run? Nochmal. Wenn du noch ein Leben übrig hast, verursacht deine Waffen doppelten Schaden. Heißt, wir machen jetzt doppelten Schaden? Das ist doch auch ganz nett, oder? Doppelter Schaden. Also, ja, ich habe das natürlich auch mit Absicht gemacht, dass wir jetzt nur noch ein Leben haben. Da ist ja noch ein Gegner. Immer diese Ladehemmungen hier. Bei meinem Razor Blade. Aber ja, sag mir auf jeden Fall mal, was ihr an Nikolaus so bekommen habt. Wenn du Münzen zurücklässt, verlierst du alle angesammelten Münzen. Oh mein Gott, ich kann Münzen sowieso nicht mehr gebrauchen. Nehmen wir alles mit, lol. Und mir ist heute aufgefallen, ich war heute einkaufen. Und bei jedem Laden, ich war bei 3 Läden einkaufen, waren die Verkäufer richtig gut gelaunt. Ob das jetzt daran lag, dass heute Nikolaus ist oder irgendwas anderes, keine Ahnung, aber das fand ich sehr strange. Also auch nicht so ein aufgesetztes Glücklichsein, sondern so ein richtiges Glücklichsein. Die waren alle sehr nett und zuvorkommend und haben irgendwie auch mehr gelabert als sonst. Das fand ich sehr befremdlich, aber irgendwie auch nett. Keine Ahnung. Vielleicht liegt das aber auch an der Weihnachtszeit. Da war heute so ein Scheißwetter, jetzt ohne Witz. Egal. So, was haben wir hier? Verdoppelt die Abgangszeit deiner aktiven Fähigkeit. Okay, 30 Sekunden. Verringert Nachladegeschwindigkeit und Schussweite um 40%. Ist auch in Ordnung. So. Ab zum dritten Boss. War das schon dieser... Oh Gott, den werde ich nicht schaffen, Leute. Das ist dieser Bienentypi, ne? Shit. Der Macho. Natürlich heißt der Macho. Wie denn auch sonst? Der Macho, Leute. Der Macho. Okay, also diese Form ist auf jeden Fall ganz nett. Die Form ist halt mega assig. Jetzt muss ich halt nur darauf achten. Wenn er zu nah an mich rankommt, dann werde ich meine Fähigkeit einfach einsetzen. Ist das eine schlaue Idee? Ich glaube, das ist eine schlaue Idee. Und wir haben zum Glück noch die Möglichkeit, ihn auch mit unseren... Kann man ihn irgendwann mal treffen, bitte? Mit unseren Razor Blades zu treffen. Wegen Abprall-Action und so. Bow, bow, bow. Schön, dass man... okay. Schön, dass man immer mitbekommt, wenn man ihn zumindest trifft, weil er da immer so rumschreit. Der Macho, Leute. Wäre aber schön, wenn ich den mal wieder besiegen würde, oder? Wenn wir nochmal zum vierten Boss kommen können. Aber ich habe die Befürchtung, dass wir das nicht hinbekommen, vor allem wenn er mich hier so einklemmt, nicht? Au. Au. Katabau. Fakatabu. Tugudugu. Takataka. Tugudugu. Ka. Bitte einfach sterben. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hä, haben sie den auch einfacher gemacht? In den Patch Notes stand zumindest nichts drin. Und ich glaube, ich habe auch noch keinen neuen Gegner gesehen. Also einen neuen Gegner möchte ich ja wohl mindestens sehen. Leute, einen neuen Gegner. Spiel, bitte, bitte, zeig mir mal einen neuen Gegner. Bitte nur einen. Nur einen von den zweien. So, jetzt können wir uns eigentlich richtig nah in ihn reinstellen, weil wir sind ja... Okay, jetzt nicht mehr. Unbesiegbarkeit. Pow. Pow? Pow. Come on. Ein, zwei Hits noch. Oh nein, ein, zwei Hits und er ist auch tot. Ich habe die Befürchtung, dass diese komischen Bienen mich jetzt töten werden. Ah! Gott. Nein, als ob! Das war schon wieder der letzte Hit. Jedes Mal dieser letzte Hit. Okay, aber langt auf jeden Fall für eine Folge. Schade, Schokolade. Sagt mir auf jeden Fall mal, wie ihr jetzt euer Nikolaus verbracht habt, etc. Und dann würde ich sagen, war's das mit diesem kleinen Update zu Blazing Weeks. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.